Hey, guten Morgen! Ja, heute ist Samstag und das Wetter ist grau und ich habe total Hunger. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt Pancakes. Und ja, ich hatte ja irgendwie euch schon gesagt, dass ich letztes Jahr 10 Kilo zugenommen habe. Und ich muss die Pfunde wieder runterkriegen. Und da sind Pancakes natürlich eigentlich jetzt irgendwie gar keine gute Variante mit dem ganzen Zucker und dem Mehl und so weiter und vor allem weißem Mehl. Aber ich habe neulich im Internet so ein Rezept gefunden. Da gibt es halt Pancakes komplett ohne Mehl. Und ich habe es noch ein bisschen abgewandelt und ich habe jetzt echt die geilsten Pancakes, die es gibt. Und die bestehen aus Bananen und aus Eiern. Und das war's. Und die sehen lecker aus, sie schmecken verdammt gut. Man kann die mit Obst machen, also einfach Obst drauf tun. Man kann sicherlich auch eine Abwandlung machen. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, vielleicht mit ein bisschen Vanille. Zucker oder so. Aber ich zeige euch jetzt mal das Grundrezept, wie die gehen. Und die sind echt der Oberhammer. Gehen wir in die Küche. So, jetzt sind wir in der Küche. Und wie versprochen, brauchen wir zwei Bananen und ein Ei. Also eigentlich würde ich bei pro Banane ein Ei nehmen. Aber ich muss sagen, wir probieren das jetzt mal so aus, weil die Bananen sind nicht so groß und wenn man dann zwei Eier nimmt, dann schmeckt das halt irgendwie so nach Mehl, also so nach Ei halt, nach gestocktem Ei. Also wir probieren das jetzt mal so aus. Ich nehme jetzt den Teller. Ihr könnt es auch in einer kleinen Schüssel machen. Das ist wahrscheinlich praktischer. Und schäle jetzt erstmal die Bananen. Ich habe mir natürlich vorher die Hände gewaschen. Die ein bisschen klein. Ihr könnt die entweder, manche zerdrücken die auch komplett mit der Hand, das mag ich nicht so gerne. Jetzt gucken wir mal, wie das schmeckt mit einem Ei und zwei Bananen. Auf jeden Fall ist das echt super lecker. Ich mache mir das jetzt so oft, also ich habe das irgendwie vor ein paar Tagen entdeckt. Und ich mache mir das seitdem echt nie. So, jetzt nehmen wir das Ei. Schlagen das da rein. Und jetzt mischen wir das Ganze. Und das Geniale ist halt durch die Süße. Der Bananen braucht ja noch nicht mal Zucker. Ihr braucht echt gar nichts. Nur einfach ein bisschen schön verrühren. Lecker. Ich freue mich da schon voll drauf. Das schmeckt halt einfach echt so saugeil. So, hey, ich bin jetzt am Herd und ich positioniere euch jetzt mal. Das Wichtigste ist die Pfanne, was ihr sehen müsst. Ich habe jetzt hier ein bisschen Kokosnussöl. Das ist Kokosnussöl nativ. Gucken wir mal, ob ihr das sehen könnt. Von Rapunzel. Das ist bio und fair. Und ich mag Kokosnussöl ganz gerne, weil das eben ein bisschen nach Kokos schmeckt. Ich habe gehört, dass es nicht ganz so gesund ist, aber ich meine, ein bisschen was kann ja nicht schaden. So, jetzt lassen wir das heiß werden und wenn ihr meinen letzten Shopping Haul gesehen habt, dann erkennt ihr diese Pfanne. Die ist von Rossmann. Die Pfanne ist aus Aluminium und ich habe euch so ganz stolz erzählt, wie diese Aluminiumpfanne, wie toll die ist, dass wir eine neue haben. Und mein Freund hat mich ausgelacht und meinte nachher, Aluminiumpfannen sind überhaupt nichts Gutes. Das kannst du doch den Leuten nicht zeigen. Naja, wenn wir die nächste Gusseiserne haben oder so, dann zeige ich es euch auch. So, das Öl wird ziemlich schnell heiß. Und wir können jetzt, ich habe jetzt hier ne, unsere, seht ihr es? Ups, da ist mir fast runtergerutscht. Ich nehme also eine Kelle. Für den Pancake, dann macht die hier rein. Na gut. Jetzt wartet ihr, bis das schön durchgebrutzelt ist.
Und ich habe den Pancake jetzt fertig. Den kann man vielleicht ein bisschen weniger braun machen. Ich mag ihn gern braun. Und er ist auch wirklich von der Konsistenz jetzt echt perfekt, ne? Super, schmeckt schön nach Banane. Was man vielleicht auch machen kann als Anmerkung, ich hatte ja am Anfang den Pancake so ein bisschen versemmelt. Insofern, als dass ich da ja nur ein Ei auf zwei Bananen reingetan habe. Und danach zwei Eier, also nochmal ein Ei nachgeschlagen habe. Das erste ist ja so ein bisschen, sah nicht so schön aus von der Form. Es schmeckt aber sehr viel fruchtiger. Also wenn ihr es fruchtiger mögt und nicht so darauf irgendwie Wert legt, dass es halt irgendwie ein richtig schöner Pancake ist, dann könnt ihr es auch mit zwei Bananen und einem Ei machen. Ansonsten würde ich halt einfach sagen, ja, also es schmeckt beides total lecker. Ne? Das andere ist halt ein Tick fruchtiger noch. Und der hier ist halt ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, nicht ganz so fruchtig mehr. Aber es schmeckt beides trotzdem total lecker und ihr könnt ja einfach ausprobieren. Liegt es euch irgendwie an der Form, es ist bedeutend, kommt Freundin, dann macht ihr vielleicht irgendwie zwei Eier rein. Wenn ihr selber das nur esst und das ist das nicht so schlimm, wenn das halt nicht so perfekt von der Form her ist, dann macht ihr nur ein Ei rein. Und bitte, bitte postet mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Wäre super, wie ihr euch schmeckt, was ihr für eine Abwandlung gemacht habt. Jo, freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber.